Well, blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Nun, gesegnete Leute, der Herr Jehovah hat mit mir gesprochen. The Lord Jehovah has spoken with me about a very massive earthquake that is coming. Der Herr Jehovah hat mit mir über ein sehr massives bevorstehendes Erdbeben gesprochen. The Lord is asking for repentance. Der Herr fordert zur Buße auf. A very, very massive earthquake is about to hit the earth. Ein sehr, sehr massives Erdbeben ist kurz davor, auf die Erde zu schlagen. And I see the buildings go down. Und ich sehe, dass die Gebäude nach unten stürzen. The Lord put us there and we ran for our lives. Der Herr hat uns dort hineingebracht und wir sind um unser Leben gelaufen. I see myself running. Ich sehe mich selbst laufen. For my life in there, running. Um mein Leben, dort drinnen, laufe ich. And the earthquake really shakes and tumbles buildings. Und das Erdbeben erschüttert wirklich und lässt Gebäude einstürzen. I see running. People are running and there's a very massive earthquake that hits. Ich sehe das Laufen. Die Leute laufen. Und es gibt ein sehr massives Erdbeben, welches aufschlägt. And people run. Und die Leute laufen. Again, there's a very serious earthquake that is coming. Nochmals, es gibt ein sehr schwerwiegendes Erdbeben, welches bevorsteht. And I see, people running. Und ich sehe, dass die Leute laufen. So the Lord put me in there and I run because the earthquake is very massive. Nun, der Herr hat mich dort hineingebracht und ich laufe, denn das Erdbeben ist sehr massiv. It hits very, and it's coming very soon. Es schlägt sehr auf und es kommt sehr bald. This is going to happen very soon. Dies wird sehr bald passieren. Very massive earthquake shut down the building. Sehr massives Erdbeben. Es lässt die Gebäude hinunterstürzen. And I see people, I see black people, dark-skinned people. Und ich sehe Leute. Ich sehe schwarze Leute, dunkelhäutige Leute. Running. Sie laufen. So there is a massive earthquake coming and the Lord is asking for repentance. Nun, es gibt ein massives Erdbeben, welches bevorsteht, und der Herr fordert zur Buße auf. And again, und nochmals, today is Sunday in your services, heute am Sonntag in euren Gottesdiensten, April 2nd, 2. April, the year 2023, das Jahr 2023. The Lord has just spoken to me about a very, very massive earthquake that's coming. Very massive, extremely massive. Der Herr hat gerade mit mir über ein sehr, sehr massives bevorstehendes Erdbeben gesprochen. Sehr massiv, extrem massiv. People are running and the Lord put me in there. Die Leute laufen und der Herr hat mich dort hineingebracht. And the buildings go down and I'm running for my life. Und die Gebäude stürzen nach unten und ich laufe um mein Leben. We are running in there. Wir laufen dort drinnen. It's going to be a serious earthquake. Es wird ein ernsthaftes Erdbeben sein. Very, very serious. Sehr, sehr ernsthaft. But it's coming. Was bevorsteht. And it's going to be soon. Very soon. Und es wird bald sein, sehr bald. And I see dark-skinned people, I see black people. Und ich sehe dunkelhäutige Leute, ich sehe schwarze Leute. The Lord is asking for repentance and the Messiah is coming. Der Herr fordert zur Buße auf und der Messias kommt. Now the book of Matthew chapter 24 verse 7 it says. Jetzt das Buch Matthäus Kapitel 24 Vers 7 sagt. There would be famines and earthquakes in various places. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. And he provided that. The Lord Jesus himself provided that. Und er gab dies an. Der Herr Jesus, er selbst hat dies vorgegeben. When he held a confidential briefing, als er ein vertrauliches Treffen abgehalten hatte, with a few of his disciples, mit einigen seiner Jünger, to tell them of the signs of his return, um ihn von den Zeichen seiner Rückkehr zu erzählen. So all people need to prepare, receive Christ and be holy. Nun, alle Leute müssen sich vorbereiten, Christus empfangen und heilig sein. The king is coming. Der König kommt. Thank you. Dankeschön.